Hallo, ich bin der Tom Ries. Wir machen heute zusammen die Roulade. Wird beidseitig gesalzen und gepfeffert. Das Fleisch, das ist aus der Kugel vom Rind. Fleischsprache wird so Blume genannt. Ist eigentlich ein sehr zartes Fleisch und eignet sich wunderbar für die Roulade. Jetzt haben wir schön gesalzen und gepfeffert. Streichen wir das mit Senf. Auch nicht zu knapp. So, und dann füllen wir das. Wie beim Mordern. Mit Zwiebelwürfel. Speckwürfel. Manche nehmen wir Streifen. Wir machen es mit Würfeln. Saure Gurke. Zusammen. Dann haben wir das Ganze eingerollt. Genau. Und entweder man bindet das jetzt oder man nimmt einfach einen Spieß und macht das ganze Ding fest. So, jetzt braten wir unsere Roulade an. Schön heiß werden lassen. So schön wenden. Versuchen möglichst von jeder Seite anzubraten. So, jetzt nehmen wir den raus. Ein Löffel Tomatenmark dazu geben. Tomatenmark immer nicht ganz so viel. So, und das sieht man jetzt schon, dass das hier unten leicht angeröstet ist. Also es ist nicht angebrannt, es ist angeröstet. Macht letzten Endes die Basis für unsere Farbe. Das löschen wir jetzt kurz ab mit Rotwein. Dann sieht man, dass das auch wunderbar löst vom Boden. Farbe haben wir auch schon. Der ganze Prozess, den wiederholen wir jetzt 3 bis 4 Mal. Also immer wieder schön leicht anrösten lassen. Und immer wieder ein Stück ablöschen. Bis wir die gewünschte Farbe erreicht haben. So, jetzt haben wir eine schöne Farbe erreicht. Wir füllen das jetzt auch mit Rotwein und Energie. Also im Normalfall kann man auch eine Bratensoße nehmen jetzt für die Hausfrau aus der Verpackung oder einfach nur in Fond aus Gemüse. Aber am besten ist schon immer eine Jus aus Knochen wirklich gezogen, so dass es einfach geschmacklich auch nicht zu übertreffen. Eignet sich dann für jeden Braten. Verstärker für die Soße eben. Genau. Und Salz. Und Pfeffer. Weil die Schühe ist ziemlich geschmackslos. So. Dann haben wir jetzt eine wunderbare Bratensoße, mit der wir unsere Roulade schön schmoren können. Das Schmoren heißt bei schwacher Hitze. Also quasi runtergedreht und mit Deckel drauf. Jetzt wird die Roulade schön geschmort, 1,5 bis 2 Stunden circa, bei niedriger Temperatur. Und wird eben wichtig ist, dass sie eben nicht kocht, sondern bloß geschmort. Und das heißt, ein Deckel so leicht bloß drüber, dass auch noch Luft entweichen kann. So, die Roulade ist jetzt fertig und kann direkt serviert werden. Wir reichen zu unserer Roulade unser selbstgemachtes Rotkraut, unsere Kartoffeln. So, das ist unsere hausgemachte Rindsroulade mit selbstgemachtem Rotkraut. Viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de